Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Testen-Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video gibt es eine kleine Ankündigung und zwar, dass das Eisenbanner startet am 9.05.2017 und es endet wieder am 16.05.2017. Die wichtigen Punkte, es kommt dieses Mal einzigartig Hexenkessel als Modus, das bedeutet, wir haben fast durchgehend den Super. Für alle, die den Hexenkessel noch nicht kennen, das ist der Modus, wo der Super unglaublich schnell auflädt. Auch der Nahkampf, auch die Granaten, alle Fähigkeiten laden sehr, sehr schnell auf. Und ja, ich bin mal sehr gespannt, wie Eisenbanner mit Hexenkessel gespielt wird. Wenn ihr übrigens noch einen kleinen Guide wollt, mit welcher Klasse ihr am besten welchen Fokus nehmt und was skillt im Hexenkessel, dann schreibt es in die Kommentare, dann werde ich dazu nämlich noch ein Video machen, damit ihr euch auf Eisenbanner Hexenkessel gut vorbereiten könnt. Da brauche ich aber ein bisschen Feedback von der Community. Wir springen aber direkt weiter. Man sieht hier nämlich, man hat die Rüstungen. Wir haben hier Füße und Brust für den Warlock-Titan und den Jäger. Hier ist ganz wichtig zu sagen, beim Eisenbanner sind die Werte von den einzelnen Klassengegenständen bzw. Rüstungen sehr, sehr hoch. Bedeutet also, wir können hier T12 nahezu ohne Probleme mit den Eisenbanner-Rüstungen machen. Lohnt sich also allemal, die zu holen. Als Waffe hätten wir in diesem Eisenbanner den schlauen Drachen, das Impulsgewehr vom Eisenbanner. Leider ist die Waffe ja nicht mehr so gut, die wurde massiv genervt, also das heißt, die spielt man so gut wie fast nicht mehr. Aber dieses MG hier, das ist ein echtes Schätzelein, das habe ich schon ausprobiert. Ich glaube, ich habe da schon mal ein Review drüber gemacht, in der Infocard verlinke ich sonst. Das Ding finde ich richtig gut, da bin ich auch nicht der Einzige, der das gut findet. Sehr, sehr viele Leute im PvP finden das sehr stark, von daher lohnt es sich, die Waffe zu holen, wenn sie gute Perks hat und ansonsten einfach zu spielen, bis man eine kriegt mit guten Fähigkeiten. So, das war es auch schon vom Eisenbanner-Ankündigungsvideo bzw. kleine Info noch. Das Eisenbanner startet dann an dem Dienstag, dem 9.05. um 19 Uhr, so wie es eigentlich fast immer ist. Am Abend startet das Eisenbanner dann. Gut, das war's auch schon. Eben, lasst noch ein Feedback da, wenn ich noch das Video machen soll, welche Klasse, welchen Fokus und welche Skillung am sinnvollsten sind für Hexenkessel. Einfach unten in die Kommentare schreiben und lasst noch ein Like auf dem Video da, wenn es euch gefallen hat. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.